Heute gibt es mal ein kleines 30.000 Abonnenten-Special und ein gar nicht so kleines Gewinnspiel. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video und zwar zu einem richtig besonderen, richtig coolen Video und zwar meinem 30.000 Abonnenten-Special. Ich habe im Januar dieser Channel es geschafft, quasi die 30.000 Abonnenten zu durchbrechen und das hat mich extrem gefreut, auch wenn es meine Planung ein bisschen durcheinander gebracht hat, weil ich eigentlich damit gerechnet habe, irgendwann im April oder Mai dieses Video zu produzieren und dachte, ich hätte noch ein bisschen Zeit, weil ich habe für dieses Video etwas im Kopf gehabt, was ich umsetzen wollte, was aber ein bisschen Planung vorausgesetzt hat. Dazu aber gleich mehr. Aber als erstes an dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön von mir an alle von euch, die diesen Channel abonniert haben, die regelmäßig meine Videos gucken, die Videos teilen, liken, kommentieren, die vor allem Feedback auf meine Videos geben, weil wie ich es schon viele, viele Male gesagt habe, mir ist eigentlich das Wichtigste, Feedback für meinen Code zu bekommen. Für mich ist quasi jeder Sonntag eine 30.000 Zuschauer Code Review, wo man quasi seine Skills unter Beweis stellt, weil, seien wir mal ehrlich, wenn ich ein Video hochlade, wo ein Fehler drin ist, und der ist ziemlich offensichtlich, dann werdet ihr den finden und dann wird das auch in den Kommentaren sehr schnell deutlich, dass das nicht korrekt ist, dass das falsch ist, dass man das besser machen kann. Und auf diese Weise habe ich viel, viel, viel gelernt in den letzten Jahren und ich konnte über den Channel auch sehr viele sehr coole Kontakte herstellen, die so nie zustande gekommen wären, zu anderen YouTubern, aber auch zu vielen in der Branche. Über das Freelancer-Dasein konnte ich so sehr viele neue Aufträge generieren und Kunden gewinnen, mit denen ich sehr coole, sehr spannende Projekte umsetzen durfte. Daher ist für mich YouTube ein wirklich, wirklich spannender Part, den ich auch in Zukunft weiterführen werde. Es wird sich hier auch nicht wirklich viel verändern, deswegen gibt es jetzt auch keine großen Announcements oder irgendwas, sondern es wird weiterhin so laufen, dass ich ein Video pro Woche hochlade. Sie werden weiterhin im Thema Frontend und alles, was da so ein bisschen mit zusammenhängt, verankert sein. Daran wird sich also nichts ändern und das wird alles so bleiben, wie es ist. Auch wenn wir hier in einer sehr kleinen Bubble sind, gucken wir mal, wie weit wir kommen. Vielleicht gibt es ja in einigen Jahren 100.000 Abonnenten-Special, das wäre schon ziemlich der Wahnsinn. Ansonsten, ja, habe ich erzählt, ich hatte eine Idee für dieses Video, warum ich jetzt auch die letzten paar Wochen ein bisschen unter Zeitdruck gekommen bin, als auf einmal klar war, dass diese 30.000 nicht mehr so lange weg sind. Hier ein großes Dankeschön an Kevin, der die Verbindung zu Ionos hergestellt hat, weil ich habe überlegt, was könnte man denn einer Community von Entwicklern oder angehenden Entwicklern zurückgeben oder ja einfach was Gutes tun, was nicht irgendwie eine gewisse Partei ausschließt. Weil Hardware ist immer so ein Punkt, es gibt Apple-User, es gibt Windows- und Linux-User, dann gibt es Software, es gibt Leute, die nutzen Visual Studio Code, andere nutzen Atom, wieder andere nutzen WebStorm oder ganz andere Editoren. Das ist alles immer so ein bisschen, man weiß nie, was die Leute so nutzen und dann lohnt es nicht so richtig, was zu verlosen. Aber was alle Entwickler gemeinsam haben, egal ob sie seit 15 Jahren dabei sind, ob sie gerade anfangen, ob sie PHP entwickeln, Node entwickeln, Java entwickeln, einfach irgendwelche Webseiten mit WordPress hosten, ganz egal was, selbst wenn ihr einen Minecraft-Server hosten möchtet, Server. Jeder von uns hat einen, braucht einen oder möchte gerne einen. Vor allem viele von euch, die vielleicht gerade studieren, sind vielleicht gar nicht in der Lage, selbst einen Server, vor allem einen großen, einen guten Server, einen dedicated Server, sich zu mieten, weil das ja doch gar nicht so wenig Geld kostet. Und hier hat sich Ionos bereit geklärt, als Sponsor für dieses Video ein Guthaben für Ionos Server und hier für die Cloud oder für die dedicated Server bereitzustellen. Aber was das genau heißt und was ihr damit machen könnt, gucken wir uns jetzt mal im Detail an. So, ich denke, die meisten von euch wird natürlich interessieren, was man eigentlich gewinnen kann. Und zwar gibt es 1.000 Euro Guthaben. Dieses Guthaben könnt ihr 12 Monate benutzen und danach verfällt dieses Guthaben. Bereitgestellt wird es von Ionos. Ihr könnt es dort nutzen, um auf der Ionos-Plattform Cloud-Server und wirkliche Dedicated-Server zu mieten. Und was das genau heißt, das gucken wir uns jetzt mal im Detail an. So, aber dann gucken wir uns doch mal auf der Webseite von Ionos an, was es eigentlich genau zu gewinnen gibt. Der Link dazu natürlich unten in der Videobeschreibung. Und was ihr genau gewinnen könnt, sind wie gesagt Cloud-Server und sogenannte Dedicated-Server, hier AMD und Intel-Server. Wir gucken uns als erstes mal die Cloud-Server an, weil die finde ich deutlich interessanter als die Dedicated-Server für den Use-Case eines Web-Servers. In dem Moment, wenn ich hier nämlich runterscrolle, sehen wir, dass es ganz viele verschiedene Modelle gibt und die kann man sich konfigurieren. Also man kann quasi sich selbst zusammenstecken, wie viele virtuelle Kerne ihr haben möchtet, wie viel RAM-Speicher ihr braucht, wie viel Festplattenspeicher ihr braucht. Und das Ganze kann dann stundenbasiert mit einem Maximalkostensatz pro Monat ja, gekauft oder eingekauft werden besser. Und das heißt, hier unten zum Beispiel kann man halt wählen zwischen einem und 24 Vicon, also virtuelle CPUs
und zwischen 0,5 und 128 GB RAM und zwischen 10 und 500 GB SSD. Das Ganze ist natürlich, wie gesagt, komplett stundenbasiert. Also ihr könnt sagen, ich möchte jetzt mal kurz eine Website testen oder einem Kunden eine Website zeigen. Dann könnt ihr euch eine Umgebung hochfahren, dort alles raufspielen, dem Kunden zeigen und danach das Ganze wieder wegwerfen. Oder auch wenn ihr kurz mal was testen wollt, ihr wollt mal eben was mit Nginx ausprobieren und dafür nicht euren richtigen Server nutzen, dann könnt ihr das quasi kurz simulieren, wegwerfen, wenn es funktioniert hat und dann auf dem richtigen Server einrichten. Es ist also sehr, sehr flexibel und ich finde für den Use Case für Hosten von Websites ist diese Art deutlich besser als ein Dedicated Server, aber die wollen wir uns natürlich jetzt auch noch angucken. Und zwar sehen wir hier oben wieder unter Server, sehen wir die Dedicated Server. Dedicated Server sind anders als Cloud Server wirklich 100% eure richtige physikalische Hardware. Also es ist 100% eure Ressource, ihr teilt die nicht mit anderen Nutzern. Ich bin AMD-Fan, deswegen gucken wir uns mal die AMD-Server an. Und wenn wir hier runter scrollen, sehen wir, für 45 Euro im Monat kriegt ihr einen Server mit 6 Kern, 12 Threads, 3,6 GHz, 32 GB RAM und 1000 GB SATA. Natürlich wollen wir eher eine SSD. Kriegen wir jetzt nur noch 500 GB, aber das reicht für die meisten Webprojekte auch mehr als aus. In dem Moment mit so einem Server seid ihr komplett Overkill für jede Art von Website-Projekt. Also alles, was klein rumprobieren, Website, selbst Webseiten mit tausenden von Klicks, werden diesen Server nicht mal im Ansatz auslasten. Also damit habt ihr wirklich Performance, um einen Minecraft-Server zu hosten, um wirkliche Anwendungen bereitzustellen, was ihr hier auch tun könnt. Aber das ist natürlich dann richtig Rechenleistung und für 50 Euro im Monat könnt ihr diesen Server ein Jahr lang komplett gratis betreiben und habt sogar noch Budget offen, um euch hier und da mal einen kleinen Cloud-Server zu holen. Aber ihr könntet sogar noch einen Step weitergehen, hier 8 Kerne, 16 Threads, 64 GB RAM und 1 TB NVMe SSD für 80 Euro. Auch dieser Server wäre quasi ein Jahr lang komplett gratis für euch und ihr könntet damit einfach ein bisschen Spaß haben, auch wenn dieser Server natürlich kompletter Overkill für jede Art von kleinem Website-Projekt ist. Aber es macht einfach Spaß, mal damit rumzuspielen und wenn es einen selbst nichts kostet, ist es natürlich noch viel angenehmer damit rumzuspielen. So, nachdem wir jetzt wissen, was man cooles gewinnen kann, ist es natürlich noch viel spannender für euch, wie ihr denn an dem ganzen Gewinnspiel teilnehmen könnt. Grundsätzlich gibt es drei Bedingungen. Nummer 1, ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein. Nummer 2, ihr müsst in Deutschland wohnen. Nummer 3, ihr müsst einen Kommentar unter dieses Video schreiben und dort eine Beschreibung hinterlegen, was ihr denn cooles mit dem Guthaben bei Ionos anstellen wollt. Wollt ihr eine kleine Website auf einem viel zu großen Dedicated Server hosten? Wollt ihr einen Minecraft Server hosten oder ein ganzes Rechencluster aufbauen? Schreibt es einfach in den Kommentar. Mich würde es sehr interessieren und wahrscheinlich den einen oder anderen von euch auch. Und ansonsten muss in dem Kommentar auch ein Hashtag 30.000 stehen. Das ist sehr wichtig, weil ich damit den Kommentar oder alle Kommentare, die teilnehmen wollen, identifiziere. Prinzipiell gilt hier, wer mehrere Kommentare schreibt, ist disqualifiziert. Ihr werdet automatisch von dem Tool, das ich nutze, rausgefiltert und werdet gar nicht erst berücksichtigt für quasi die Auslosung. Also ein Kommentar pro User, das ist der Weg. Ansonsten müssen wir jetzt mal gucken, wie das Ganze eigentlich abläuft. So, grundsätzlich ist natürlich ganz spannend, wie das Ganze ablaufen wird. Und zwar startet das Gewinnspiel heute um 15 Uhr am 20.02.2022 und endet am 10.03.2022. Dann werde ich mithilfe eines Tools, das ist unten in der Videobeschreibung, falls es euch interessiert, einen zufälligen Kommentar auswählen. Wie gesagt, da werde ich darauf achten, dass der Hashtag 30.000 gesetzt ist und dass keine doppelten Kommentare hinterlegt sind. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird dann am 13.03. um 15 Uhr in meinem normalen Video veröffentlicht. Dort gibt es dann so eine kleine Special-Sektion, wo einfach der Gewinner bekannt gegeben wird oder halt die Gewinnerin. Und in dem Moment müsst ihr mich kontaktieren an eine E-Mail-Adresse, nämlich hello@unleashed-design.de. Wird aber auch nochmal in dem Video erklärt. Und wenn ihr mich dann kontaktiert und sagt, hey, ich habe gewonnen, dann gucke ich kurz, dass ihr wirklich der Kommentarschreiber seid oder die Kommentarschreiberin und stelle dann die Verbindung zu einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin von Ionos, wo ihr quasi dann zusammen guckt, dass das Guthaben von 1000 Euro eurem bestehenden Ionos-Account gutgeschrieben wird oder ein neuer Account angelegt wird, wo dann das Guthaben von 1000 Euro drauf gutgeschrieben wird. Damit könnt ihr dann 12 Monate lang jede Art von Cloud-Server oder Dedicated-Server auf der Plattform nutzen, was ziemlich cool ist. An dieser Stelle nochmal großes Dankeschön an Ionos. Und ansonsten, ja, gibt es für mich an dieser Stelle nur noch zu sagen, viel Glück an euch
Und ich bin sehr gespannt, wer gewinnt. Ich würde sehr interessieren, wenn der Gewinner oder die Gewinnerin mich anschließend nochmal kontaktiert, also so ein paar Wochen, Monate später, was ihr genau mit dem Gewinn gemacht habt, was ihr euch gemietet habt. Gerne können wir das auch noch in einem Video publishen oder wir können in Discord mal eine kleine Voice-Session machen mit allen, die Interesse haben zu wissen, was man mit 1000 Euro Server bei Yonos so machen kann. Ansonsten, ja, das sind quasi die Punkte, die ich heute sagen wollte. Wie gesagt, viel, viel Glück an jeden, der an dem Gewinnspiel teilnehmen möchte. Sonst sehen wir uns nächste Woche wieder mit einem ganz normalen Video, dann mit einer kleinen Reihe. Ansonsten, ja, bis dann, viel Spaß und ciao.